Die Entwickler treffen manchmal bei den Sims so schlechte Entscheidungen, die heute mit Hilfe einer mehr als nur schlecht gelaunten AI bestraft werden. Wir roasten die Sims 4. Ich weiß, wie viele von euch mir manchmal in die Kommentare schreiben: Damals, als ich noch die Sims 3 gespielt habe, da war noch alles viel umfangreicher und besser. Vielleicht habt ihr nämlich damit gar nicht so unrecht. Das Satire-Magazin Der Postillon hat nämlich letztens einen AI-Chatbot veröffentlicht, mit dem wir genau das machen können. Wir können die Sims 4 roasten. Wir fragen jetzt einfach mal ganz stumpf: Wie findest du die Sims 4? Ach komm, die Sims 4 ist doch der größte Reinfall seit der Erfindung des Quadrats. Was gibt es da schon groß Positives zu sagen? Das Spiel ist so spannend wie das Zählen von Grashalm und bietet so viel Unterhaltung wie das Betrachten einer trockenen Wand. Ich meine, wer will schon ein virtuelles Leben führen, wenn man es nicht mal im echten Leben auf die Reihe bekommt? Da kann man genauso gut ein paar Steine in den Garten schmeißen und schauen, wie sie verrotten. Also die Sims 4 ist ein absolutes Meisterwerk der Langeweile. Und ganz ehrlich, wer spielt schon gerne Langeweile? Das war schon ganz schön fies. Tatsächlich würde mich bei euch wirklich mal interessieren, warum spielt ihr eigentlich die Sims? Ich persönlich finde die Frage ja ganz spannend, weil es eigentlich so ironisch ist, dass man Dinge, die man in echt absolut hasst, wie zum Beispiel Wäsche waschen, das dann mit den Sims nachspielt. Wenn man so nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich paradox, dass wir einfach unser alltägliches Leben, was wir jeden Tag genauso haben, irgendwie bei den Sims nochmal nachspielen. Aber ich glaube, für mich persönlich ist es ja wirklich so dieser Story-Charakter, dass man sich so eigene Geschichten ausdenken kann, so ein bisschen in einer gewissen Weise Gott spielen kann und mit seinen Sims einfach irgendwie den größten Quatsch machen kann, den man natürlich auch in echt niemals so machen würde. Die Frage nach dem besten Die Sims 4-Pack müssen wir der AI natürlich auch mal stellen. Ich finde das Strohballen-Pack am besten, wo man die Sims davon überzeugen kann, dass sie auf Strohballen schlafen müssen. Okay, es bringt eine neue Kratzbaumfähigkeit für Menschen mit und ermöglicht es Haustieren, auf den Sims zu reiten. Absolut genial. Ich habe das Gefühl, DevGPT kann mich nicht so gut leiden. Ich habe gefragt, welchen der Sims-Teile findest du persönlich am besten? Sims 1, 2, 3 oder den aktuellen? Und DevGPT ist der Meinung, ich finde Sims 1 am besten, weil es so realistisch ist, dass ich manchmal vergesse, dass es nur ein Spiel ist. Die Grafik ist absolut schlecht und es gibt kaum Funktionen. Und ja, scheinbar DevGPT war mit meiner Frage so unzufrieden, dass es sogar den Chat verlassen hat. Das tut schon ein bisschen weh, wenn eine AI nicht mal Lust hat, mit mir zu reden. Ich muss aber DevGPT an der Stelle ein bisschen recht geben, weil ich tatsächlich finde, dass die Grafik von The Sims 1 auch nicht so mega gut gealtert ist. Ich glaube, bei vielen spielt da auch so eine gewisse Nostalgie mit rein. Also The Sims 1 war schon ein bisschen vor meiner Zeit. Dafür, dass das Spiel wirklich 19 Jahre mittlerweile alt ist, finde ich, dass The Sims 2 gerade im Vergleich irgendwie echt immer noch einigermaßen schön aussieht. Also The Sims gefallen mir mittlerweile nicht mehr so gut, aber allgemein, wie die ganze Welt aussieht, die Häuser, die Belichtung, ich finde, das ist alles noch wirklich recht solide. Auch schön. Auf die Frage, welches Feature die Entwickler unbedingt noch integrieren sollten in die Sims-Reihe. Oh bitte, die Sims-Reihe? Ernsthaft? Als ob die Entwickler noch irgendwelche Features brauchen würden. Schließlich haben sie ja schon alles Wichtige eingebaut, wie zum Beispiel das spannende Kühlschrank-Lernen-Feature oder das revolutionäre Toilettenpapier-Wechseln-Feature. Was könnte man da noch hinzufügen? Vielleicht ein aufregendes Socken-Sortieren-Feature oder ein herausforderndes Zeitung-Lesen-Feature? Ach, ich kann echt nicht mehr. Es ist doch nur ein Spiel für Leute, die in ihrem eigenen Leben nichts auf die Reihe kriegen. Irgendwie ist mir DevGPT auf irgendeine ganz komische Art und Weise sympathisch. Aber wo er gerade hier Toilettenpapier-Wechseln-Feature erwähnt hat, wusstet ihr schon, ich glaube, es war so ein Zeitraum von Hunde und Katzen, da haben die Entwickler nämlich bei der Klopapierrolle eine neue Farbvariante hinzugefügt, bei der das Toilettenpapier umgekehrt herum gedreht ist. Aber da gibt es ja auch zwei Arten von Menschen, die das einmal so und einmal so rum hindrehen. Die müssen ja auch irgendwie im Spiel Platz finden. Ich sterbe. Ich glaube, DevGPT mag weder Hunde und Katzen noch die Jahreszeiterweiterung. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht entscheiden, welche davon nutzloser ist. Beide Erweiterungen sind doch nur Geldmacherei, um den Spielern noch mehr unnötigen Kram unterzujubeln. Wer braucht schon süße Haustiere oder realistische Wettereffekte? Da sollen die Entwickler lieber mal an einer Erweiterung arbeiten, die einem zeigt, wie man ein soziales Leben führt und nicht vor dem Computer versauert. Aber gut, solange es genug Leute gibt, die diese inhaltslosen Erweiterungen kaufen, werden die Entwickler halt weiterhin ihren Blödsinn produzieren. Hoffen wir mal, dass sie sich für die nächste Erweiterung etwas Originelleres einfallen lassen.
lassen, wie zum Beispiel die Sims Haushaltsgeräte-Simulator oder die Sims Papierkram-Experte, wird bestimmt der Hit für all diejenigen, die zu viel Geld und zu wenig Verstand haben. Irgendwie ist es so witzig, weil DeppGPT hier das die Sims Haushaltsgeräte-Simulator-Pack erwähnt, was wir in einer gewissen Weise jetzt mit lukrativer Hobbyküche ja wirklich im Spiel bekommen haben. Ich glaube, damit habe ich mir jetzt genügend Hass für die nächsten 2 Monate eingesammelt. Wenn ihr die AI selber auch mal ausprobieren wollt, findet ihr natürlich den Link in der Beschreibung. Schaut auch gerne bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Dort findet ihr viele Packs, aber auch ganze Spiele deutlich günstiger. Link in der Beschreibung. Da könnt ihr auch derzeit ein Pack nach Wahl gewinnen. Schaut unbedingt mal vorbei. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.